Wenn von Kärnten die Rede ist, vor allem in dieser Sendung, dann zumeist vom Wörthersee und seiner Society, da tut man dem Land etwas Unrecht. Es hat viel mehr Attraktionen zu bieten, etwa das Thermenhotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim. Es ist zwar nicht die kostengünstigste Adresse für alle, die in Thermalquellen Erholung und Entspannung suchen, aber mit Sicherheit eine der besten des Landes. Für Experten ja die allerbeste, die das Haus der hübschen Wellness-Queen Simone Ronacher mit Preisen und Auszeichnungen überhäuften. 5 Sterne, 4 Lilien, 2 Hauben, mehr geht gar nicht. Und diese Leistung anerkennt sogar der Kosmopolit unter den heimischen Milliardären Didi Mateschitz oder der erste Mann im Staat. Der Papst wird noch erwartet. Ja, der Papst wird noch erwartet. Aber als er noch nicht Papst war, war er eben auch Gast bei uns und darum hängt er auch da. Päpstlicher als der Papst ist die preisgekrönte Hoteliersfrau, wenn es um das Wohlbefinden ihrer Gäste geht. Schließlich lebt der Mensch ja nicht von Brot allein. Und wenn das kulinarische Angebot hier schon keine Wünsche offen lässt, so soll auch der Geist bedient werden. Dank der Kunstgastspiele im Wellnessparadies. Die sind neu und wurden mit Lesungen von Publikumslieblingen und einer Vernissage der Kärntner Pop-Art-Künstlerin Kiki Kogelnick eröffnet. Offiziell eröffnet durch den Landeshauptmann. Das gehört euch dazu, dass der Landeshauptmann in den besten Häusern des Landes zu Gast ist. Gerade hier im Haus Ronacher ist ja eine Bühne des Lebens. Es trifft sich hier der Skiweltcup genauso wie die Kultur. Und da muss der Landeshauptmann dabei sein. Da wollte auch die berühmte Schauspielerin Heide Linde Weiß nicht fehlen. Ihre Premiere im Ronacher und das, wiewohl sie um die Ecke aufwuchs. Weil ich 50 Jahre in Deutschland gelebt habe und bin erst jetzt seit 3-4 Jahren fest in Kärnten verwurzelt wieder. Und es war einfach nie die Gelegenheit oder die, ich weiß nicht. Dieser hübsche Kärntner Akzent, den wir alle so gern hören, der ging verloren über all die Jahre. Nein, gar nicht. Nur wenn es beruflich geht, dann muss ich ein bisschen anders sein. Das war mal eine schöne Trophäe. Ich Kitzbühel gewinnst. Ja, das war was wert. Schlag du das vor? Kunst, Kultur und Armin Assinger. Wie passt das im Fall des berühmtesten Pfingsturlaubers im Ronacher zusammen? Der weiß nicht, dass ich bitte in bildnerischer Erziehung maturiert habe, bitte. Bitte. Meine Bilder wollten es, meine Aquarelle wollten es damals sogar schon kaufen. Dann haben wir es doch eingekatzt. Immerhin reicht sein Kunstverständnis die Bilder und Skulpturen der Kärntner Ausnahmekünstlerin Kiki Kogelnick lustig zu finden. Das schaut aus wie der Barberpapa. Der Fauxpas der Ausstellungseröffnung passierte einer anderen. Er hat gesagt, ist die Künstlerin auch da? 1997 also, verstorben. Ja. Aber, ja. Ganz, danke, das brauchen wir jetzt nicht googeln. Nein, das ist ja echt peinlich. Aber ich, also mir gefällt das super gut. Ja. Ich muss sagen, ich könnte mich sogar sehr anfreunden. Habe aber auch gehört, was diese Kunstwerke kosten. Und somit hat sich das für mich erledigt. Aber schauen wird man ja noch dürfen. Schöne Bilder trifft man im Thermenhotel Ronacher an der Wand. Ein Bild von einem Mann wie ihn in der Sauna. Wenn du nackt in der Sauna sitzt, spürst du die Blicke der Menschen und wohin richten sie sich? Also, wenn ich in die Sauna gehe, dann ist so, was denn eine Chance? Mei, ist der lieb, das muss der Arme sein. Kann man als Kabinettschef eigentlich in die Sauna gehen? Ja, ich war heute. Da dachte ich, Herrn Assinger geht man wird erkannt und plötzlich beginnt jemand zu politisieren. Will man das dann? Ja, dann macht man halt einen Aufguss.